Hallo, jetzt kommen zu einer weiteren Folge der Stuttgart Kehre auf meinem Kanal. Und heute kümmern wir uns mal um so ein paar Jugendscouts, weil die brauchen wir auf jeden Fall, weil wir da so ein paar Sachen haben. Und er sieht ganz attraktiv aus, hier der Holländer. Aber sollte ich den nach Holland schicken, ist so eine Frage. Soll ich nach Holland schicken? Frankreich, Holland hat eigentlich Talente. Ich glaube aber nicht, dass ich den nach Holland schicke. Ich schicke ihn mal. Ja komm, wir schicken ihn nach Holland. Wo haben wir die hier? Schicken sie mal dahin. Vielleicht ihn dahin. Vielleicht findet er was. Oh. Damit hätten wir das auch schon wieder erledigt. So, Heimspiel gegen Kaiserslautern. Gehen mit Motivation rein. Letztes Spiel verdient gewonnen, bin ich der Meinung. Und ich hoffe, dass das diesmal wieder so wird. Wir stellen ein bisschen um. Wieder so Veränderungen, die man manchmal halt machen muss. Oder will. Ich will die eher, Mann. Musste nicht machen. Stellen ein bisschen um. Gegen den Tabellenfünften. Echt stehen sie ja schlechter da. Wie die meisten, glaube ich, wissen. Ich bin ja unten im Abstiegskampf dabei. Aber Zweitliga ist nicht so da. Kenne ich mich nicht so aus, wie es eine Möglichkeit. Also wie viele Punkte die jetzt zu haben. Aber egal, Powerfußball heute. Muss eigentlich. Letztes Spiel gegen Tabellen 6. Dieses gegen den Tabellen 5. Eigentlich das gleiche so wirklich gesagt. 5. 6. Schade, dass Özcan den nicht weiter nach vorne gekriegt hat. Druck drauf. Schade. Ja. So geil, dass vielleicht hätte ich den Freistoß sogar ja nehmen sollen. Schade. Los, wir und wieder rein. Also, Druckphasenpower. Wie im Spiel gegen Union Berlin schon. Ja, na, da muss es den Freistoß eigentlich geben. Da muss es eigentlich den Freistoß geben, den es nicht gibt. Und jetzt kommt auf einmal dann mal Kaiserslautern. Aber total echt ausgespielt. Komm, klein geht drauf. Na, schade. Aber das ist nicht so. Das sieht schön. Ist spielerisch auch schon schwerer als sie gegen Union Berlin. Jetzt spiel ihn doch aus. Ey, dann nimm doch den Ball an, du Vollhonk. Danke. Großkreuz. Und jetzt werden wir jetzt der Gegenangriff. Auf geht's. Gegenangriff. Klein. Bussard. Jetzt, schade. Aber das Spiel hat das gewisse Etwas. Spielerisch zeigen beide Mannschaften auf jeden Fall den Willen. Onana. Fällt mir auf jeden Fall auch unter. Also der wird dann irgendwann bestimmt mal besser als eine Länge weg und wird dann Stammkeeper. In Zeck-Ecke. Es gibt die Ecke und die gelbe für frei. Gibt es hier die gelbe. Wo so geil auf die Ecke treten. Die kommt gut. Schade. Komm, Ozogai, du bist stärker als Butschur. Hört sich dann schön durchgesetzt im Kopfballduell. Schade. Dunic. Oh nee, oder? Viel zu weit, viel zu weit. Und sofort wieder.
Jetzt setzt euch durch, Jungs, und dann spielen ihm nicht in den Fuß. Komm. Jawohl. Schön. Schöner Spielaufbau hinten raus. Aber es läuft halt auch keiner. Niemand kann nur die. Ist halt keiner mal wirklich in der Lage, einen Laufweg da zu machen. Jetzt mal, Insur macht das gut. Insur! Insur! Riesenchance! Insur, aber er macht die nicht. Ich könnte jetzt halt noch sagen, dass er Verteidiger ist. Wäre es nicht ganz so schlimm. Ja, und es ist das gleiche wie eben. Was? Richtig saubere Grätsche. Wo ist der Mann? Hauptsache wir haben ihn. Junge Keeper, schwimmen wir zurück auf Klostermann. Hinzu. Da wollte ich eigentlich nicht hinspielen, aber. Ja. Das Spiel hat ein Hin und Her eigentlich. Also wenn ihr ein Tor fällt, so wie das Spiel bis jetzt läuft, ist das dann auch der Entscheidungstreffer. Aber nur wie das Spiel im Moment dann läuft, Maxi. Ey, wir sind nicht beim Wrestling, wir sind beim Fußball. Ach, der wrestelt erstmal unseren Mann um. Komm, ein Angriff noch vielleicht. Werner, jetzt schick doch nicht ihn. Toll gemacht, das war ein Schnitzer von Werner. Wir stellen mal um, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir bringen, als ob Maxim nicht dabei ist. Weil ich nicht auf die Bank geguckt habe. Boah, ich bin so, egal. Dann machen wir das erstmal weiter so. Komm. Guck drauf. Jawohl. Es ist nicht normal hier. Ja, wer geht da jetzt hin? Klostermann übernimmt das. Gut gemacht. Ecke kommt von Sultan Stieber. Und Nana, unser Keeper, dazwischen. Der Nachschuss, den hat er auch, weil jemand dazwischen war. Auf geht's in Tour. Alpha. Kaiserslautern kommt. Kaiserslautern kommt viel besser aus der Pause. Was mehr will er als alles. Als das, was bei uns bis jetzt nach wieder ein Pfiff ist. Aber jetzt vielleicht mal. Ja, schöne Kombination. Oh, Riesenchance für die Jungs. Ich hatte aber auch gut vom Keeper gemacht, wie er da rausgekommen ist. Schön Arme breit gemacht und dann, ja. Ich wollte eigentlich nach hinten. Zekdus hat es da zum Glück. Boah, der Keeper, dass er den gekriegt hat, war ein Wunder. Für dieser Kopfball. Hätte auch gut und gern mal ins Tor gehen können. Weiter, Jungs. Bussard. Oh, Hoso Guy. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Mir gefällt nichts. Wir bringen Terode. Wir bringen Terode. Stellen Ginzek auf die 10. Terode in die Mitte. Stürmer. Wird besser gefallen. Gentner darf kommen für Bussard. Und Zimmer kommt für Klein. Das hat im letzten Spiel schon funktioniert. Klein Ginzek. Das wird heute auch wieder fruchten, hoffe ich. Oder mit Terode halt diesmal, weil der ja den Job übernimmt als Stürmer vorne. Einfach mal nachtreten. In Real Life.
Günzek, da ist er doch. Daniel Günzek ist da, 67. Minute. Günzek macht ihn. Wenn es nicht geht, dann muss er einfach mit Wucht rein. Günzek macht sein 7. Zieht gleich mit Simon Terodde, der jetzt in die Partie kommt. Jetzt Terodde und Günzek beide in der Partie. Jetzt sind zwei Top-Leute drin. Kann zum echt ein gutes Spiel werden. Günzek auf der 10, Terodde auf der 11. Komm. Voll verkackt. Hä? Wir werfen Ball erstmal weg. Jo, erstmal stehen lassen. Günzek, schöner Seitenwechsel in Zur. Werner. Schickt Simon. Terodde. Der nimmt den Zur mit. Bosogai. Großkreuz. Man kann es mal probieren. Aber jetzt könnte hinten fehlen. Ne, doch nicht. Wir gewinnen das Kopfball nämlich. Ja, na, Weltklasse. Schade, hängen geblieben am letzten. Am letzten dann hängen geblieben. Sunic stark. Macht heute ein gutes Spiel. Na, jetzt hauen sie auch nur weit raus aus Verzweiflung. Oh Gott. Aber haben wir. Es läuft seit dem Treffer. Besser. Terodde. Jawohl. Simon. Gentner eingewechselt und da kriegt er seine erste Chance. Werner tritt die Ecke. Kommt. Die kommt da hinten. Und die kommt nochmal und niemand schießt. Na, schade. Also, den festen Eckballschützen haben wir nicht. Aber die von Werner hat gefallen. Fällt mir hier seine Eckbälle. Er hat sie einfach so geil. Ja, gut gemacht. Dafür bräuchten wir halt auch so einen Ersatz für einen Hosogai. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, einen Ersatz für Hosogai. Weil der wird auch älter. Er bleibt auch nicht immer so im Alter. Ist jetzt auch schon fast 30 oder 30, ich weiß es nicht. Und ja, Keeper. Klostermann, geh du hin. Klostermann, jawoll. Muss hin zur Regeln, schafft's nicht. Nächste Ecke. Kommen wir mauern das. Ich will diesen Sieg. Moritz Ecke. Kommt viel zu weit. Ja, und wir kriegen den Abschlag. Gut rausgeholt. Und Nana schießt uns in den nächsten Sieg. Er muss abpfeifen. 3 Minuten rum. Pfeif ab, Schiri, komm. Werner ist da, ja. Wir gewinnen dieses Spiel durch den Treffer von Daniel Günzek in der 67. Minute. Ganz wichtige 3 Punkte heute. Zu Hause, nee, war es auswärts oder zu Hause? Ich weiß es gar nicht. Aber er zu Hause, ganz wichtige 3 Zähler. Wir halten damit die anderen weiterhin weg von uns. Manchmal ist es einfach noch nicht reif genug, was wir spielen. Wir trainieren nochmal und wir stehen immer noch auf einer 68. Ich glaube, die wollen uns rauswerfen. Baumgartel 72, Sonora 62. 61. Irgendwas will ich mich rauswerfen wollen, weil ich immer runtergehe, auch noch am Sieg. Na, Portugal zu Ronaldo, aber nee. 67, hä, was mache ich denn? Ich bin Tabellenführer, was wollt ihr? Ich kann nochmal hier gern gucken. Höhe, die Spielergehälter maximal 20%. Das sollten wir sogar hinkriegen, um maximal 20%. Zweitligameister werden wir auch hinkriegen. Das wird halt schwerer. Das wird schwer. Oh, wir müssen einen wichtigen Stürmer. Ich kann ja mal kurz nach Stürmern
Stürmern. Nach Stürmern gucken. Aber wir haben ja halt kein Geld. Wir bräuchten irgendeinen richtig guten. Kennt. Warte mal. Warte mal. Mark, gut. Ich scoute den mal und setze mal da drauf. Weil der. Der könnte interessant sein. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge FIFA 17 Karriere mit dem VfL Bochum gefallen hat, lasst positiv ein Abo, würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.